Hallo, mein lieber Fisch. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für August. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Genauere Erläuterungen zu den allgemeinen Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für August für dich hat. Ja, mein lieber Fisch, wir starten wie immer beim Monatsanfang. Im Anschluss schauen wir uns die Blockaden näher an, die im August aufgelöst werden können. Und anschließend schauen wir noch in zwei Lebensbereiche hinein. Wir schauen uns Tendenzen an. Das sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Nichts davon muss eintreffen, ja. Und es gibt auch keinen Grund zur Sorge. Also solltest du dich bei einem Abschnitt unwohl fühlen, ja, dann kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du einfach ziehen, ja, den lässt du einfach aus, ja. Natürlich schauen wir uns auch Themen an, wo es um Herausforderungen geht oder wo es ein bisschen schwierig ist, ja, aber eine Kartenlegung soll kein Unwohlsein auslösen, ja, das ist immer ein Indikator dafür, dass diese oder dass dieser Teil der Legung nicht für dich bestimmt ist, ja, und wir starten jetzt am Monatsanfang. Diese Energien können natürlich auch noch ein bisschen in den Juli hineinreichen. Wir machen uns jetzt mal einen Überblick über deine momentane Situation. Und hier geht es um das Thema Abschließen. Frieden schließen mit etwas, mit der Vergangenheit. Es kann hier auch um einen Abschied gehen, ja. Irgendetwas wird hier abgeschlossen, ja, ist hier zu Ende. Ein Frieden, ja, ein Frieden stellt sich ein. Das können wir hier sehen. Und auf deiner Ebene geschieht hier auch etwas. Da habe ich zwei Richtungen, die sich hier zeigen, denn es geht hier um eine nahestehende Person. Das kann hier durchaus auch eine bestehende Partnerschaft betreffen, ja. Denn das sage ich auch immer dazu, also für alle, die neu hier sind, ich lege nicht direkt zum Thema Liebe, nur wenn es sich von selbst in einer Legung zeigt, dann spreche ich auch dazu, denn dann hat es üblicherweise auch einen Mehrwert für dich. Und das könnte jetzt der Fall sein, dass es hier eventuell um eine bestehende Partnerschaft geht, kann natürlich auch eine Freundschaft betreffen, ein Familienmitglied. Das hängt jetzt natürlich von deiner Situation ab. Da weißt du vermutlich ganz genau, um wen es geht. Und zum einen, also für einen Teil entsteht hier das Gefühl, mir wird diese Person oder man hat das Gefühl, jemand nimmt einem diese Person weg, ja, also man fühlt sich irgendwo beraubt, also im übertragenen Sinne. Und auf der anderen Seite, also ich habe hier noch eine Energie, die ich hier ganz stark spüre, das ist, dass man sich, ja, dass man hier eine Enttäuschung erlebt hat mit dieser Person kürzlich, ja. Also es dreht sich hier um eine Person, die dir sehr, sehr viel bedeutet und irgendetwas ist hier los.
Kann natürlich auch sein, ja, dass das hier für eine kleinere Gruppe, dass es hier darum geht, dass hier vielleicht tatsächlich eine Partnerschaft kürzlich zu Ende gegangen ist. Ja, also das ist schon auch möglich. Das ist auf jeden Fall etwas, von dem du weißt. Es kann, wie gesagt, auch ja eine Freundschaft sein oder eben ein Familienmitglied betreffen. Irgendwo spüre ich hier schon einfach auch eine gewisse Enttäuschung, die sich hier zeigt. Ja, das soll aber natürlich nicht so bleiben. Das Leben verändert sich ja auch ständig, aber wir wollen ja mal wissen, was hier los ist. Wenn wir in die Außenschau blicken, ja, also deine Situation von außen betrachten, dann zeigt sich hier ganz stark eine Reaktion. Also du bekommst hier offenbar eine Antwort auf irgendeine Frage. Ich meine, das kann natürlich auch ein ganz eigenes Thema sein. Das kann ja auch den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen betreffen. Ja, irgendeine wichtige Antwort zeigt sich hier, Reaktion, irgendetwas wird hier klar, ja, irgendetwas ist hier ja auch wichtig. Also ja, ich tippe mal darauf, dass wir das vermutlich in diesem Bereich sehen, kann aber natürlich auch eine Kommunikation mit dieser Person betreffen, ja, also dass du hier auf irgendetwas eine Antwort bekommen hast. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen mehr dazu in Erfahrung bringen können. Okay, ich bekomme hier nur Kontaktaufnahme zweimal herein. Also irgendeine, das zeigt sich hier sehr stark. Es hat aber zu einer Beruhigung geführt, egal ob das jetzt, ob die Reaktionen für dich irgendwie, ob das das war, was du erwartet hast oder eben nicht, es sorgt für eine Beruhigung der Situation insgesamt. Das kann ich hier herauslesen. Also offenbar brauche ich hierzu nicht mehr erfahren. Du wirst vermutlich wissen, was das ist. Das kann, wie gesagt, auch im, also kann auch Ende Juli bereits stattgefunden haben, ja. Wenn du diese Legung zu einem späteren Zeitpunkt ansiehst, ja, du kannst sie dir natürlich rückblickend ansehen, aber natürlich auch für jeden anderen Monat, denn sie ist genauso zeitlos und allgemein wie alle meine anderen Legungen und ist in etwa für einen Zeitraum von 30 Tagen ausgelegt. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier im August aufgelöst werden können. Bei den größeren Legungen sind das auch meistens Themen, die ein bisschen größer sind, vielleicht auch schon länger in deinem Leben wirken. Ja, und da wollen wir natürlich erfahren, was hier los ist. Kann durchaus sein, dass wir hier in den beiden Lebensbereichen dann noch ein bisschen mehr erfahren, wann in etwa diese Blockaden aufgelöst werden können. Es kann auch sein, dass sich bestimmte Blockaden mehrfach zeigen, ja, dass die mehrfach gelöst werden können. Kann natürlich auch sein, dass hier etwas für sich steht und es hier keine Notwendigkeit hat, dass sich das nochmal in der Legung zeigt. Das lassen wir einfach so geschehen, wie es kommt, denn oft geht es auch darum, dass uns bestimmte Blockaden einfach nur bewusst werden sollen und dann schon aufgelöst werden können. Ja, auf deiner Ebene, auf der Ebene der zwischenmenschlichen Verbindungen, so jetzt habe ich es, da geht es nämlich auch um dich, da sehe ich, da ist hier eine Verbindung, ja, eine Verbindung blockiert. Das ist hier garantiert diese Verbindung, die sich zu Beginn der Legung gezeigt hat. Ja, also das war bisher immer ein sehr inniges Verhältnis. Jetzt ist hier etwas vorgefallen. Es kann natürlich auch sein, dass das hier für sich steht. Also dass hier, wenn du jetzt beispielsweise auf Partnersuche bist, dass hier die Liebe oder dass hier irgendetwas blockierend wirkt,
dass also die Thematik betreffend einen Partner anzuziehen, einen potenziellen, oder eben kann natürlich auch sein, ja, dass man vielleicht sehr viel zu tun hat, vielleicht niemanden treffen kann. Ich glaube, für die meisten geht es hier um eine bestehende Verbindung. Eben, wie gesagt, das kann auch eine Freundschaft sein, das kann auch ein Familienmitglied betreffen. Das ist natürlich klar, dass einen das nicht kalt lässt, ja, also wenn hier etwas vorgefallen ist, vor allem wenn das eine Enttäuschung ist oder vielleicht auch ein Vertrauensbruch, das ist natürlich logisch, dass sich das als Blockade zeigt, aber das, was hier so schwer und belastend wirkt, das kann hier offenbar über den August aufgelöst werden. Dann haben wir hier ein Kommunikationsthema. Das kann natürlich sein, dass man hier schriftlich miteinander kommuniziert. Das kann jetzt auch genau diese Person betreffen, kann natürlich auch eine weitere Person betreffen. Wir haben ja üblicherweise mehrere Personen im eigenen Umfeld und da kann es sehr gut sein, dass man hier etwas vielleicht in den falschen Hals bekommen hat, also entweder du oder die andere Person. Kann natürlich auch sein, dass man ein Wort überlesen hat, ja. Wenn man beispielsweise das Wort nicht überliest, dann hat ja ein Satz gleich eine ganz andere Bedeutung. Und das ist doch immer ein Hinweis, dass man vielleicht nochmal nachliest, sich vielleicht nochmal ansieht, ja. Also das kann hier sein. Es kann natürlich auch sein, dass hier generell eine Kommunikation blockiert ist und es darum geht, Kontakt aufzunehmen. Ja, wir haben hier ja auch zu Beginn der Legung einen ganz starken Hinweis auf eine Kontaktaufnahme, auf eine Reaktion, also auf eine Reaktion. Also kann ich mir vorstellen, dass das hier irgendwo zusammenhängt. Ja, und jetzt kommen wir zu deiner Ebene. Und hier geht es um etwas sehr, sehr Positives, das jetzt zum Monatsanfang noch blockiert ist. Hier soll etwas Positives für dich geschehen, etwas, das du nicht kommen siehst, etwas sehr, sehr Schönes. Da bin ich gespannt, ob wir hier vielleicht dann Hinweise bekommen, was das ist. Das wird dir viel Kraft geben. Ja, das könnte etwas sein, ja, irgendetwas, auf das du vielleicht schon länger wartest oder wo du vielleicht die Hoffnung schon aufgegeben hast, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das sieht unglaublich schön aus und das soll sich im Laufe des August zeigen. Das ist hier aktuell noch blockiert. Für mich wirkt es so, dass hier vielleicht einige Dinge in Bewegung gebracht werden sollen und dass das hier vielleicht auch einfach eine ganz natürliche Blockade ist, dass hier eine Art Kettenreaktion ausgelöst werden soll, damit das dann geschehen kann. Aber auf eine natürliche Art und Weise, ja, dass man sich einfach weiter bewegt im eigenen Leben und dieses Ereignis hier auf deinem Weg liegt und es eben wichtig ist, weiterzumachen. Ja, also es kann sein, dass sich das plötzlich zeigt und hier denke ich eben auch, dass sich hier auch eine Erleichterung einstellen wird. Ja, also was es ist, das kann ich hier nicht sehen. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass es etwas Schönes ist und dass du es nicht kommen sehen wirst. Ja, mein lieber Fisch, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten, wie sich der August hier tendenziell entwickelt. Wir schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an und starten natürlich im ersten Monatsdrittel. Es kann durchaus sein, dass sich die Drittel beim einen oder anderen auch vertauschen. Ja, das ist ja eine allgemeine Kartenlegung. Wir picken uns ja eben auch nur bestimmte Ereignisse heraus, die relevant sind vorab, die man eben vorab erfahren soll. Eine Kartenlegung zeigt dir auch nie alles, was in deinem Leben passiert. Und noch ein Hinweis, weil doch ein paar Mal die Frage gestellt wurde, es ist nicht zwingend notwendig, hier berufstätig zu sein. Wir nehmen hier ja auch die Berufung herein, die muss nicht zwingend der Beruf sein und eben auch das Thema Finanzen, materielle Angelegenheiten. Das sind Themen, die begleiten uns unser Leben lang. Ja, also es ist hier jeder
willkommen, sich auch diesen Teil der Legung anzusehen. So, und jetzt starten wir im ersten Monatsdrittel. Hier ist irgendetwas unklar, ja. Also irgendetwas ist hier verschleiert. Irgendetwas wird hier vielleicht auch nicht ausgesprochen. Es zeigt sich hier eine Angelegenheit, wo du nicht alle Informationen bekommst. Und jetzt muss ich hier noch mal kurz nachsehen. Das könnte hier zusammengehören. Ich sehe hier zum einen, wenn wir hier auf dein Umfeld blicken, in diesem Bereich, dass dich hier eine Person im ersten Monatsdrittel ja ein bisschen nerven könnte, ich sage es jetzt einfach mal so, dass dich hier jemand reizen könnte und es hier sehr, sehr wichtig ist, ruhig zu bleiben und sich nicht zu einer Kurzschlussreaktion drängen zu lassen. Ja, das kann eben auch sein, dass hier jemand eine Unterschrift von dir möchte oder dich zu irgendetwas verpflichten möchte. Es kann auch einfach sein, dass sich hier jemand dir gegenüber negativ äußert oder ja hier irgendetwas sagt, was man sich sparen könnte. Und das Universum sagt, lass dich hier nicht dazu drängen, impulsiv darauf zu reagieren. Ja, es muss nicht sein, dass diese Person hier böse Absichten hat. Vielleicht ist diese Person einfach ein bisschen tollpatschig in ihren Äußerungen, ja, oder also das ist hier geschlechtsneutral zu sehen, dass diese Person kann sowohl weiblich als auch männlich gelesen sein. Ja, das Einzige, was hier wichtig ist, lass dich hier nicht aus der Ruhe bringen. Kann sein, dass das hier mit dieser Angelegenheit zusammenhängt, die hier ein bisschen im Dunkeln ist. Ich würde sagen, da wollen wir doch mal schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr erfahren können. Ah, okay. Es geht hier um einen Neubeginn, also bei einem Neubeginn, der sehr vielversprechend aussieht, da ist irgendetwas noch unklar. Das kann ja durchaus auch mit dieser Kommunikation zusammenhängen. Vielleicht möchtest du auch etwas Neues starten, vielleicht eine neue Einnahmequelle, ein neues Standbein, beziehungsweise ein weiteres Standbein. Es kann hier auch für eine Ausbildung beispielsweise stehen, ein Anfang, ja, in diesem Bereich. Das kann auch etwas ganz Individuelles sein, ja, das sich hier zeigt. Du hast hier noch nicht alle Informationen. Das kann dann natürlich auch ein Hinweis sein, dass man sich hier ein bisschen mehr informieren soll. Kann natürlich auch sein, dass hier jemand noch ein paar Informationen zurückhält. Ja, das hängt von deiner Situation ab. Und auf deiner Ebene haben wir hier folgenden Hinweis. Es ist hier wichtig, gerade im ersten Monatsdrittel, dass du bestimmte Situationen im finanziellen, beruflichen Bereich nicht so sehr bewertest, also nicht so sehr entweder verherrlichst oder schlecht redest, sondern die Situation so siehst, wie sie eben ist. Ja, das ist hier sehr, sehr wichtig. Es geht hier darum, mehr Zahlen, Daten, Fakten sind hier wichtiger und die Gefühlsebene bei bestimmten Angelegenheiten so weit wie möglich auszuklammern, weil das dazu führen kann, dass sich hier eben etwas verzögert oder langsamer entwickelt. Und es kann hier durchaus auch mit dieser Person hier zusammenhängen, die wir hier liegen haben, eben im Umfeld, wo hier vielleicht auch diese Person bei dir die roten Knöpfe drückt, ja, und es aber wichtig ist, bei der Sache zu bleiben, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier zusammengehört, einfach bei der Sache bleiben und sich hier nicht so sehr ablenken lassen.
Schauen wir mal in die Monatsmitte, wie sich der August hier tendenziell entwickelt. Hier haben wir gute Neuigkeiten und das könnte sehr, sehr gut sein, dass in der Monatsmitte, dass sich hier irgendetwas für dich tut, vielleicht eine neue Möglichkeit. Es kann natürlich auch ein unerwarteter Geldeingang sein, eine Zusage, ja. Also es ist hier, also in der Monatsmitte soll sich etwas sehr Positives ereignen. Das zieht sich hier auch durch, mein lieber Fisch. Also da hoffe ich natürlich sehr, dass dieser Teil der Legung dann auch hier zutrifft. Also dass du mit diesem Teil der Legung in Resonanz gehst, denn das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben hier auch den Hinweis, dass du hier irgendwo aufwachst, ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass hier jemand Kontakt mit dir aufnimmt. Wir haben hier auch sehr viel mit Kommunikation, dass es hier wirklich um ein Telefonat geht oder dass du einen Brief bekommst, eine E-Mail, eine Nachricht etc. etc. Ich glaube, dass du hier, also ich merke das schon, dass hier eine bestimmte Gruppe, und das ist schon auch eine größere Gruppe, ja, plötzlich aufwacht. Das ist ja irgendwie eine Erkenntnis, da erwischt es einen vielleicht kurz ein bisschen kalt, ja, also du brauchst keine Angst davor haben. Einfach ein, ach so mache ich das jetzt. Oder wo du hier merkst, ah, da bin ich immer im Kreis gelaufen, so soll das gemacht werden. Ja, wo man im ersten Moment, wo man sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen erschreckt und dann geht's aber gleich los, denn wir haben hier auch den Erfolg da direkt daneben liegen. Dir wird hier irgendwo an einem bestimmten Punkt klar, wie du es machen kannst, wie du hier etwas umsetzen kannst. Wie gesagt, es kann auch sein, dass hier jemand Kontakt mit dir aufnimmt, also dass das hier direkt zusammenhängt mit diesen positiven Neuigkeiten. Es kann natürlich beides, es kann natürlich auch beides zutreffen. Hier kommt auf jeden Fall Bewegung rein, eine Klarheit kommt hier rein, und es ist hier auch wichtig, es ist natürlich wichtig, hier zügig zu handeln, aber übereile es nicht, ja. Und bei dieser Karte ist es auch immer wichtig, wenn wir die hereinbekommen, Erfolg kommt auch in Wellen, ja. Es geht nicht immer schnurstracks nach oben, es geht auch immer wieder bergab und dann wieder bergauf. Tendenziell geht die Kurve nach oben für dich. Und man kann hier auch sehen, dass du dich hier offenbar für etwas entscheidest. Eine Kartenlegung für sich nimmt dir natürlich keine Entscheidung ab. Die triffst du natürlich final immer selbst. Aber lass dich nicht entmutigen, wenn es auf diesem Weg auch mal schwierig wird oder sich Herausforderungen zeigen. Das ist ganz normal. Und das heißt dann nicht, das ist hier kein schlechtes Omen. Und das heißt dann nicht so, jetzt läuft mal etwas nicht so, wie ich es mir gedacht habe, dass dann schmeiße ich alles hin. Also nicht, dass du das tun würdest, ja, aber nur um es ein bisschen besser zu beschreiben. Da geht es dann schon auch darum, sich dem zu stellen und durchzugehen, ja, denn wenn es runtergeht, geht es dann auch wieder rauf und vom Trend her geht es aufwärts, eben mit diesen Bewegungen. Dann haben wir hier noch etwas, bei irgendeiner belastenden Situation in der Monatsmitte wirst du Hilfe bekommen, entweder durch eine Person, denn das liegt ja auch im Umfeld, also hier eine, ja, wie ein personifizierter Engel unter Anführungsstrichen, ja, auch geschlechtsneutral zu sehen, wer das ist, kann dir hier unter die Arme greifen, ja, also irgendwo bekommst du Unterstützung, natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Es geht um irgendetwas, ja, das dir schwer fällt, vielleicht auch das, was hier ein bisschen verschleiert ist, das kann natürlich auch sein, dass dich das belastet und dass sich hier dann bereits in der Monatsmitte Unterstützung anzeigt. Diese Belastung kann natürlich auch diese Person betreffen, die wir im ersten Monatsdrittel hier schon wahrgenommen haben. Und was natürlich noch sein kann, ist, dass du hier geführt wirst, ja, dass sich hier vielleicht bestimmte Situationen aus dem Nichts ergeben, wo du hier diese Belastung auflösen kannst. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel
Und hier kann man sehen, dass etwas abgeschlossen wird. Ja, irgendetwas wird hier finalisiert. Das sehe ich hier zweimal. Das fühlt sich an wie eine, ja, wie eine Angelegenheit, die hier, die du hier schon länger mitschleppst. Ja, also dass sich hier schon sehr lang in die Länge, also dass sich in die Länge gezogen hat, vielleicht eben auch mit einigen Verzögerungen. Das kannst du hier tendenziell gegen Monatsende abschließen. Das sehen wir hier auch in der Hauptebene. Hier wie ein Cut, den kann man hier sehen. Etwas ist endlich zu Ende, also eine große Belastung fällt von deinen Schultern ab und es wird hier ja Platz gemacht für einen neuen Abschnitt, der hier aber schon begonnen hat. Ja, also du kannst dich dann hier auf bestimmte Themen wesentlich besser konzentrieren. Beim einen oder anderen kann das hier beispielsweise aber auch für einen Jobwechsel stehen, kann auch irgendetwas, ja, also es kann auch sein, dass hier eine Ausbildung abgeschlossen wird und man dann eben, ja, diesen großen Brocken hinter sich hat beispielsweise. Also hier ist ein Cut und der fühlt sich wie eine Erleichterung an, ja, also das da fällt plötzlich irgendeine große Belastung weg. Das kann natürlich auch hier mit dieser Unterstützung zu tun haben, die wir in der Monatsmitte wahrgenommen haben. Und ja, im Umfeld zeigt sich auch hier ein Aufbruch, also alles, alles strebt hier aufwärts Richtung Erfolg, mein lieber Fisch, und du bist hier offenbar nicht allein. Hier begleitet dich offenbar jemand, ja, das kann eine Zusammenarbeit sein oder dass man gemeinsam ein Projekt macht. Es kann hier auch um einen neuen Kontakt in diesem Bereich gehen, der ja sehr, sehr, also ein der sehr, sehr positiv auf mich wirkt, ja, hat ein großes Potenzial, lange bestehen zu bleiben und eben auch, dass man hier ja Erfolge zusammen erwirtschaften kann, feiern kann, ja, ein sehr, sehr positiver Aufbruch und eben auch hier habe ich das Gefühl, dass das wie eine Erleichterung ist und dass du hier viele Lasten hinter dir lässt. Ja, sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt doch mal in den zwischenmenschlichen Bereich. Es kann durchaus sein, dass sich hier die ein oder andere Querverbindung zeigt zum Bereich Beruf, Finanzen. Ja, das Thema Liebe habe ich ja zu Beginn der Legung schon erklärt. Schauen wir mal, ob sich hier etwas zeigt. Ich meine, wenn sich nichts in einer Legung zeigt, ja, und du auf diese Thematik schaust, ja, dann heißt das aber nicht, dass sich bei dir dann im August diesbezüglich nichts tut. Dann haben die Karten hierzu einfach keine Informationen für dich, also keine relevanten Informationen. Und es ist einfach sehr, sehr oft so, dass an einer anderen Stelle etwas erledigt werden soll, damit die Tür irgendwo anders aufgeht. Ja, also, und man dann eben das anziehen kann, das man sich wünscht oder das man eben auch braucht. So, nur ein Hinweis, bevor wir starten. Hier fällt eine Engelszahl, hier fällt die 666 und da sage ich immer dazu, das ist hier Teil eines Zyklus, ist überhaupt kein schlechtes Omen. Es bezeichnet nur einen Streckenabschnitt in einer schicksalhaften Entwicklung. Ja, dazu kommen wir dann später im letzten Monatsdrittel. Und Engelszahlen bedeuten auch immer, dass du am absolut richtigen Weg bist. Ja, und ja, und die 666, die schauen wir uns dann später näher an. Ja, genau, ach, die Karte habe ich gemeint. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, denn die Person, die sich hier
die sich hier zeigt im Bereich Beruf, Finanzen, zeigt sich für mich auch eindeutig hier im ersten Monatsdrittel. Das Universum mahnt dich, keine Kurzschlussreaktionen zu machen. Ja, lass dich nicht dazu drängen. Auch wenn das nicht ganz einfach ist und ja, auch leichter gesagt als getan ist. Also im ersten Monatsdrittel kann es wirklich sein, dass hier jemand deine Nerven stark strapaziert. Versuch bei dir zu bleiben, versuch ruhig zu bleiben und bevor du reagierst, vielleicht besser eine Nacht darüber schlafen, vielleicht Bedenkzeit einräumen, ja, aber lass dich bitte nicht drängen. Denn wir wissen auch nicht, was bei dieser Person los ist. Ja, also ich meine, ich will diese Person jetzt auch nicht in Schutz nehmen. Ich sehe einfach nur, für dich ist es wichtig, hier, dass du dich hier nicht drängen lässt. Denn da kann es nämlich einfach sein, dass sich eine Situation dann verschlimmert. Und ja, oft ist es eben ratsam, eine Nacht darüber zu schlafen. Denn dann sieht die Welt auch meistens ganz anders aus. Ja, irgendetwas... Da geht es um irgendein Thema, das dir auch Sorgen bereitet im zwischenmenschlichen Bereich. Und da ist es aber auch immer wichtig, dass man sich auch Gedanken drüber macht, sind das hier Grübeleien? Ja, also malst du dir hier Szenarien aus? Denn Angst ist sehr, sehr oft eine Illusion, mein lieber Fisch. Ja, und wenn man sich der Angst stellt, dann ist es sehr oft so, dass diese Angst dann auch wieder verschwindet. Ja, also irgendetwas ist hier los. Ich schaue jetzt mal, ob wir hierzu noch eine Information bekommen. Okay, das ist eine... Wir bekommen hier die 11 dazu. Das ist irgendwo interessanterweise die Sorge davor, dass es gut laufen könnte oder dass sich hier etwas gut entwickeln könnte. Das ist ja dann schon mal, das sehe ich dann schon mal wieder sehr, sehr positiv, mein lieber Fisch. Irgendeine Sorge davor, dass du hier, ja, dass hier etwas gelingt, ja, das ist aber auch nichts Ungewöhnliches, also ganz Sternzeichen unabhängig, das kommt immer wieder vor. Da kann es auch um eine Herausforderung gehen, ja, also die, vor der du hier stehst im zwischenmenschlichen Bereich, und es sieht aber sehr danach aus, dass du hier Erfolg haben kannst, ja, also das kann ich hier schon sehen. Vielleicht begleiten dich auch Einsen in der letzten Zeit, vielleicht nimmst du öfter Einser-Kombinationen wahr, vielleicht schaust du um 11.11 Uhr auf die Uhr, es können natürlich auch andere Zahlenkombinationen sein. Das sage ich auch immer dazu, wenn sich hier mehrere Zahlen in der Legung zeigen, oft ein Zeichen dafür, dass du eventuell in deinem Alltag Synchronizitäten wahrnimmst. Und wenn das bei einer bestimmten Zahlenkombination der Fall ist, dann empfiehlt es sich immer, dass man hier mal vielleicht nachliest. Du musst dir natürlich nichts davon annehmen, wie das interpretiert wird. Es interpretiert jeder auch ein bisschen anders, aber sehr, sehr oft kann man hier sehr gute Impulse bekommen, wie man bei einer bestimmten Thematik weitermachen kann. Und dann haben wir hier noch etwas, also hier zeigt sich nochmal dieses Thema, das wir zum Monatsbeginn bereits besprochen haben, ja, das Gefühl, dass dir hier jemand weggenommen wird oder dass dich hier jemand enttäuscht hat, ja, das kann hier, also ich meine, das ist klar, das lässt einen nicht kalt, das beschäftigt dich hier eben auch im ersten Monatsdrittel, also das ist hier schon sehr, sehr präsent, sehr, 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 sehr stark vorhanden, das ist für mich aber auch irgendwo, ja, also ich finde das absolut verständlich, wenn es hier um eine Person geht, die einem nahe steht, dass einem das natürlich nicht kalt lässt, wenn hier etwas vorfällt. Ja, also das ist absolut klar. Wir schauen jetzt mal in die Monatsmitte, denn hier kommt Bewegung rein, genauso wie im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen.
Und hier hast du eine Eingebung. Ja, das kann man hier sehen. Eine Eingebung in einer komplizierten Situation, in einer verfahrenen Situation, wo du plötzlich Klarheit erlangst auf irgendeine Art und Weise. Wir haben hier noch einmal diese Enttäuschung liegen. Hier wird eine Trendwende angekündigt, mein lieber Fisch. Also das ist wirklich, wirklich toll. Hier zeigt sich nämlich die Upward Spiral, also die Aufwärtsspirale. Ja, wenn es aufwärts geht, ist das natürlich auch immer ein bisschen mit Anstrengung verbunden, aber das lohnt sich. Ich denke, dieser Geistesblitz, der sich hier zeigt, ja, das löst dir einiges aus. Also es kommt hier Bewegung rein. Es geht aufwärts ab der Monatsmitte. Also in beiden Bereichen habe ich hier einfach das Gefühl, denn wir haben das ja auch hier liegen. Wir haben auch hier im Bereich Beruf, Finanzen, wo ich schon gesagt habe, also irgendwo macht es Klick, ja, also das ist hier in der Monatsmitte offenbar in beiden Bereichen der Fall. Es kann natürlich auch dieselbe Angelegenheit sein, denn beispielsweise finanzielle Angelegenheiten zeigen sich natürlich auch im Privatleben mit anderen Personen, ja, also das kann durchaus sein und das bedeutet auch, dass es hier um eine Erleichterung geht. Denn was das Umfeld betrifft, ja, auch hier haben wir, hier löst sich eine Schwere und du kommst hier richtig in Bewegung, ja, also das, was sich hier schleppend entwickelt hat oder was dich hier irgendwo schwer gemacht hat, das soll sich hier offenbar relativ plötzlich verändern. Also diese Klarheit nehme ich auch hier wahr, hier irgendetwas, ja, irgendetwas wird dir hier bewusst und löst hier eben eine, ja, eine Geschwindigkeit aus, ein Vorankommen im, eben auch mit anderen Personen. Das kann auch sein, dass es hier beispielsweise vielleicht um ein Missverständnis geht, das aufgedeckt wird. Vielleicht wird hier auch miteinander gesprochen. Das kann auch der Fall sein. Es kann natürlich auch sein, dass du hier merkst, okay, man passt nicht zueinander, ja, also das kann, wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, hängt natürlich wieder davon ab, wer das ist. Das kann dann eben sein, dass man beschließt, okay, ich gehe hier einfach ein bisschen mehr auf Distanz. Ja, es kann eben sein, dass man eine Verbindung neu definiert. Insgesamt geht es bergauf, ja, also das ist hier wichtig und du hast hier eine Eingebung und das ist hier auch enorm markant in der Monatsmitte. Ja, dann schauen wir jetzt noch, ins letzte Monatsdrittel. Ja, also der August wirklich sehr schicksalhaft, mein lieber Fisch. Ich würde sagen, wir starten gleich hier im Umfeld. Hier haben wir ja die 666 Energie und da geht es um das Thema Reflektieren. Ja, im letzten Monatsdrittel tendenziell beschäftigt dich diese Thematik, gerade weil du hier ein Thema hast, das sich ja auch schon zum Monatsanfang zeigt, da geht es eben darum, sich klar darüber zu werden, was man nicht mehr möchte im Umgang mit anderen Personen. Ja, das ist hier ein Prozess, den du hier durchläufst, offenbar, wo du dann merkst, also auch ein Reifeprozess, das liegt hier zusammen, wo du merkst, okay, das will ich einfach nicht mehr. Und das ist doch sehr, sehr wichtig, dass einem bewusst wird, was man nicht mehr möchte. Denn das führt dich auch dazu, dass du hier erkennst, was du möchtest. Ja, denn nach der 666 kommt die 777 und bei der 777 geht es auch, also zumindest bei mir in meinen Legungen darum, ums Manifestieren, auch um Glück. Was möchte ich? Und das klar formulieren zu können. Je klarer du es weißt, ja, desto besser kannst du das dann auch anziehen. Und das ist natürlich im Umgang mit anderen Menschen genauso, dass man hier einfach, ja, vielleicht, dass du hier einfach vielleicht in einer bestimmten Verbindung merkst, es besteht hier Redebedarf,
hier sind bestimmte Grenzen überschritten worden und die sollen natürlich nicht mehr überschritten werden. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also dieser Reifeprozess, der sich hier auch zeigt, da wächst du über dich hinaus und das hängt hier auch mit einer großen Erleichterung zusammen. Ja, also mit einer Beruhigung der Situation. Wir haben eben auch im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen diesen Aufbruch liegen, eben auch mit einer Erleichterung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier für einige, dass das hier vielleicht alles zusammenhängt, ja. Und wir haben auch hier, also das ist mir jetzt vorhin noch gar nicht auch aufgefallen, auch hier eher einen Durchbruch zeigt sich hier in beiden Lebensbereichen. Ja, mich verblüffen meine Karten ab und zu nämlich selbst. Also bitte nicht wundern. Das finde ich wirklich extrem spannend, dass das hier kommt. Das ist ja auch eine feierliche Stimmung, die sich hier zusätzlich zeigt. Also eine Erleichterung, die hier stattfindet. Etwas wird klar und du lässt etwas hinter dir, was du nicht mehr möchtest. Ja, also wirklich, wirklich toll. Also ich hoffe wirklich, dass das hier deine Legung ist. Und jetzt schauen wir uns das hier auch noch an. Ja, die Dinge kommen ins Rollen auf deiner Ebene. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Es kommt Bewegung rein. Und ich sehe ja auch, dass du diese Sorge, diese Angst, dass du das hier loslässt. Ja, dass du das hier hinter dir lassen kannst. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und wir haben hier noch den Hinweis, also wir haben hier eine Ankunft, also eine Ankündigung, dass du hier jemanden triffst gegen Monatsende hin, beziehungsweise im letzten Monatsdrittel. Ja, das kann eine neue Freundschaft sein. Also ich meine, generell ist es ein neuer Kontakt. Daraus kann sich eine Freundschaft entwickeln. Es kann natürlich auch durchaus die Liebe betreffen. Da möchte ich aber nur hinzufügen, wenn du auf Partnersuche bist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man rausgeht und greifbar ist, ja. Also, denn auch wenn hier an die Tür geklopft wird, das passiert eher selten. Also wichtig, rausgehen, unter Menschen gehen. Hier zeigt sich eine Ankunft. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass hier ein Treffen geplant ist. Also dass dich hier jemand besucht. Das hat ja auch eine Wichtigkeit. Also das kann es durchaus auch sein. Aber ich glaube, für die meisten ist das hier tatsächlich ein neuer Kontakt, der hier angekündigt wird. Ja, mein lieber Fisch, ich hoffe wirklich, dass das deine Legung ist. Ich muss es noch einmal sagen, denn das ist wirklich bombastisch, was sich hier abspielt. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.